Oh, ein bisschen Wackel-Action. Hallo. Wir sind auf dem Weg, wie man da unschwer erkennen kann, zum Kunsthandwerkermarkt. Und das Wetter ist nicht dolle. Es hat gerade eben noch geregnet, wie man an diesen riesigen Pfützen erkennen kann. Und wir nutzen hoffentlich die Lücke, denn da hinten wurde es eigentlich gerade blau, um jetzt mal fix auf den Markt zu gehen. Und da gucken wir uns jetzt einfach mal ein paar Sachen an. Auf geht's. Wahrscheinlich der gleiche Zeug wie letztes Mal. Ist egal, wir gucken trotzdem. Auf geht's. So, unsere Stadt hat sich künstlerisch betätigt. Bin mir nicht ganz sicher, was das alles sein soll. Auf jeden Fall eine Sonne. Irgendwie finde ich, fehlt ihr noch ein Mund. Die müssen ja irgendwie grinsen oder so. Ich weiß zwar nicht, wo genau hier die Elemente für Märchen sind, aber... Ich habe auch keine Ahnung. Das andere war mal nicht trocken. Ein Mordsmiley. Okay, ich erkenne ein H und ein A. Da wird da wahrscheinlich Hanau stehen. Von oben kam, sieht das bestimmt toll aus, aber... Ja, mal einen kurzen Grundflug gefährt, dann schon okay. Aber so? Deswegen auch, weil sie es irgendwie versiegelt haben. Die weiße Pampe. Na ja, gut. Ich habe mir das irgendwie spannender vorgestellt. Okay. Schön, hatte gerade einen Finger auf der Linse. Macht natürlich Sinn. So, hallo. Mittlerweile ist es dunkel draußen. Und ich war diese Woche ein bisschen schludrig, muss ich zugeben. Ich habe nämlich nicht wirklich was gedreht. Also ich habe schon was gedreht, aber das war ein größeres Projekt, was ich gefilmt habe. Und die Woche ist halt auch einfach so gar nichts Spannendes passiert. Also wirklich nicht. Bis auf das Projekt, was ich halt mir vorgenommen habe zu filmen, ist da nicht so viel passiert diese Woche. Ich war beim Sport 4-mal und ich war einkaufen. Und ansonsten habe ich viel gelesen und... noch gemacht. Nicht viel. Halt so Haushaltssachen, Dinge erledigt, Termine wahrgenommen. Also diese Woche war wirklich so unspannend, wie es eigentlich nur ging. Ja, naja. Aber es ist ein Paket bekommen. Ich habe ein Paket bekommen von Shein. Da habe ich das allererste Mal was bestellt. Und ich habe
insgesamt 4 Dinge bestellt, die in 2 Paketen kommen. Und das eine Paket ist schon da und das andere immer noch nicht. Und ja, bin so ein bisschen, ich hoffe, das kommt bald. Das wäre nämlich echt schön. Also mittlerweile hat es wohl tatsächlich endlich in den Versand geschafft. Also ich bin gespannt, wann das hier endlich ankommt. Ich vermute jetzt einfach mal nächste Woche. Aber gut. Ja, ansonsten ist wie gesagt nicht viel passiert. Ich habe euch ja ein bisschen was auf dem Keramikmarkt gefilmt. Oder Handwerkermarkt? Ah, naja, irgendwie sowas, ne? Es war ein Handwerkermarkt, war nicht Keramik. Keramik war ja jetzt erst. Also es war der Handwerkermarkt. Was war das denn? Komisch gequietscht. Was soll ich denn jetzt sagen? Achso, ich habe mich nicht getraut, so viel zu filmen, muss ich ehrlich sagen. Ich will auch nicht jedes Mal fragen, so hier, darf ich was filmen? Es ist mir auch irgendwie unangenehm. Ich bin da noch nicht so in der Position, dass ich sage, es ist mir alles schniepe. Ich filme das jetzt hier einfach und frage, ob ich filmen darf und alles. Und deswegen, also es ist mir ein bisschen unangenehm, in der Öffentlichkeit so viel zu filmen. Ja, deswegen habt ihr nur einen kleinen Einblick bekommen. Aber ich muss jetzt sagen, es war jetzt nicht so viel aufregender Kram eigentlich auch da. Also wir haben auch nichts gekauft oder so, sondern wir haben einfach nur geguckt. Es war halt auch sehr nass und sehr matschig. Man muss echt aufpassen beim Laufen teilweise, dass man da nicht so dolle wegrutscht und sich nachher im Matsch wiederfindet. Genau, so ansonsten. Wie gesagt, die Woche war halt wirklich nichts los. Ne? Es war wirklich, wirklich langweilig. Ich habe wirklich viel gelesen in den letzten Tagen. Und irgendwas zu erzählen eigentlich nicht. Ich könnte euch ja die beiden Kleider, also ich habe gar nicht beide Kleider gekauft. Ich habe nur ein Kleid gekauft und eine Leggings. Ich muss sagen, von der Leggings bin ich jetzt eigentlich ein bisschen enttäuscht. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil die ist halt so, also man konnte das auf den Bildern nicht sehen, dass die sehr durchsichtig ist. Gut, ich würde sie jetzt eh nur unter einem Kleid tragen. So, ne, zweckscheuern der Schenkel. Brauche ich halt immer eine Hose drunter. Und ja, habe mir so eine Capri-Leggings bestellt. Und die ist halt, naja, halt sehr dünn und sehr durchsichtig. Und ich finde das Material jetzt halt auch nicht so schön. Da schwitzt du halt unheimlich schnell drin. Habe ich halt auch ehrlich gesagt gar nicht so drüber nachgedacht, als ich das bestellt habe. Es war einfach nur so der Gedanke, ich brauche noch eine Hose für unter das Kleid. Dann habe ich dann so, ja, die ist weiß, die nehme ich, ne? Und dann, ja, naja. Wenn die jetzt einen Sommer hält, ist es okay. Ich meine, so schön ist der Sommer jetzt auch nicht, ne? Das wissen wir alle. Wobei, die nächsten Tage soll es ein bisschen schöner werden. Aber die haben auch für heute eigentlich gar keinen Regen angesagt gehabt und jetzt hat es doch geregnet, 2-mal oder 3-mal sogar. Also, ja, gut. Ich hole mal kurz die Hose und vielleicht sehe ich auch gleich, also ich habe eine Hose, ein Kleid bestellt und ein BH. Der BH ist noch nicht da, aber den würde ich euch auch nicht zeigen. Also jedenfalls nicht angezogen. So, ich hole jetzt mal die Hose. Und vielleicht ziehe ich auch schon mal direkt das Kleidchen an und dann kann ich es euch zeigen. Genau. Eigentlich schulde ich euch noch ein anderes Kleid, was ich euch zeigen wollte, was ich vor einer Weile bei C&A gekauft habe. So ein lilanes. Vielleicht zeige ich euch das heute auch noch. Wir schauen mal. Also ich hole jetzt erstmal die Hose und das Kleidchen und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Das ist das Kleidchen. Jetzt schwierig zu zeigen, aber das ist das eine Kleid. Ich finde, es sieht so ein bisschen aus, als würde ich ein Hochzeitskleid tragen, aber ist okay. Für den Strand zum wie heißt das? Flanieren. Ich habe vorhin immer Lavian gesagt, aber es ist total falsch. Zum Flanieren ist das okay. Und das hier ist die Hose dazu. Und die hat hier Moment. Die hat hier so Cutouts. Könnt ihr das sehen? Nee, warte mal. Die hat hier am Bein dieses Cutout.
wie so eine Blume. Genau. Aber das ist, wie gesagt, halt Polyester und habe ich nicht drauf geachtet, bin ich ehrlich. Baumwolle wäre schöner gewesen mit einem gewissen Elastananteil. Jetzt ist es Polyester. Gut, ist halt so, ne? So, jetzt zeige ich euch noch das Kleid, was ich vor einiger Zeit bei C&A gekauft habe. Und dann quatschen wir weiter. Und das hat sogar Taschen. Das ist das andere Kleidchen. Das ist so lilafarben. Genau, aber das finde ich auch schön. Ich finde es vor allen Dingen mega, dass es Taschen hat. Ne? Also Taschen sind ja echt der Wahnsinn und der Knüller. Ne? Jeder, also Kleider mit Taschen oder Röcke mit Taschen sind der Burner. Genau, gut. Gut, so viel zu den Kleidern. Jetzt sieht man es nochmal ein bisschen besser. Das Licht ist halt natürlich jetzt nicht mehr so schön. Ich hätte es euch tagsüber noch zeigen sollen, aber irgendwie war heute ja irgendwie auch der Wurm ein bisschen drin. Ja, gut. So, habe ich sonst noch was zu erzählen? Nee, ich habe jetzt auch schon dreimal gefragt, ob ich sonst noch was zu erzählen habe. Und habe ich nicht. Also, es wird nicht besser werden. Ich hoffe, die nächste Woche ist ein bisschen ereignisreicher, dass ich vielleicht ein bisschen mehr filmen kann. Jetzt reden meine Nachbarn so laut. Ich hoffe, die hört man nicht so dolle. Ich kann auch die Tür zumachen. Soll ich die Tür zumachen? So, gut. Ich würde mich dann jetzt auch von euch verabschieden. Ich weiß, es war ein ganz komischer kleiner Vlog heute, aber die Woche war, wie gesagt, ein bisschen merkwürdig. Aber gut, ich wünsche dir einen wundervollen Sonntag. Lass es dir gut gehen. Wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Food Haul. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe und hab noch einen schönen Sonntag. Bis dann. Tschüss.